Der Zauberspruch. Einstmal glaubten die Alten im Nordland an Hexerei, an Zauberei und an die Wiederkehr der Geister der Toten. Von Beschwörungsformeln glaubten sie, dass sie übernatürliche Kräfte hätten, und jedermann diente den Geistern. Im Dorfe Hua Vieng bei Nan lebte einst ein Greis, den die Bauern verehrten, weil er ein berühmter Zauberer war. Die Leute nannten ihn Großvater Kerl, Diamant. Er benutzte seine Zaubermacht, Wunden zu heilen und Schmerzen zu lindern. Sogar gebrochene Glieder verstand er wieder einzurenken. Vor allem aber besaß er einen Zauberspruch für Liebende. Eines Tages kam ein junger Mann zu dem Zauberer. Er hieß Mueng Di und wohnte in einem Dorf in der Nachbarschaft. Gekommen war er, um den Alten sein Herz auszuschütten. »Ich bin ein armer Mann in großer Not«, sagte er. »Mein Vater und meine Mutter sind tot und haben mir kein Erbe hinterlassen, nicht ein einziges Silberstück. Verwandte habe ich nicht, auch keine Freunde. Danach steht auch gar nicht mein Sinn. Mein Herz begehrt vielmehr eine Frau, denn ich will endlich heiraten. Aber leider, alle die junge Frauen mögen mich nicht, denn süße Worte zu drechseln, das habe ich nicht gelernt. Darum bitte, Ehrwürdiger, lehre mich einen jener Zaubersprüche, die die Liebe erwecken in der Geliebten.« Der alte Kerl antwortete, »Gern will ich dich meinen Zauberspruch lehren. Nur eines musst du mir versprechen. In allen Einzelheiten musst du die Worte des Zauberspruches erfüllen. Jeden Morgen und jeden Abend musst du ihn aufsagen, damit er dein Herz erlabe und dein Wunsch sich erfülle.« Nicht lange nachdem Mueng Di den Spruch gelernt hatte, kam er freudig zurück zu dem Alten und sprach, »Ausgezeichnet ist er, dein Zauberspruch. Jetzt sieht jedermann mich gern. Dinge, die ich früher niemals besaß, habe ich nun im Überfluss. Meine Geschwister haben zu mir zurückgefunden und vor allem gleich zwei schöne Frauen haben mir ihr Ja-Wort gegeben. Heute bin ich gekommen, um dir meine Dankesgabe in Demut darzubringen.« Der Zauberspruch, den der Alte ihn gelehrt hatte, hier ist er. Sei fleißig in der Arbeit, sei nicht faul und überheblich, sondern bescheiden und zurückhaltend. Dann wirst du immer Geld haben und die Liebe der Frauen obendrein.